Eine der Sessions des diesjährigen Buchcamps hat sich mit der Zukunft des Börsenvereins befasst. Wie müsste der Börsenverein oder wie sollte er aussehen, wenn wir ihn heute erfinden? Ursprünglich war diese Session von Michael Treuseke geplant, der leider nicht kommen konnte. Ich habe sie dann für ihn übernommen, weil wir natürlich ein ganz starkes Interesse haben, zu hören, wie sich die Teilnehmer die Zukunft des Börsenvereins, des Verbandes der Buchbranche vorstellen. Es war eine sehr spannende Session, in der viele Leute waren, was mich besonders gefreut hat, dass so viele Personen sich an der Gestaltung des Verbandes der Zukunft mitarbeiten möchten. Es gab drei Punkte, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Das eine ist die Forderung nach mehr Mitgliedernähe, besser zuhören, was die Bedürfnisse der Mitglieder sind. Das zweite ist das Thema Transparenz, dass wir transparenter machen und vielleicht auch die Strukturen noch klarer machen, wer macht was und welche Köpfe stehen dahinter, für was stehen wir. Das dritte ist das Thema Mehrwert schaffen. Was ist eigentlich die Motivation, Mitglied zu sein und welchen Mehrwert bringt mir das? Daran sollten wir sicher auch ganz stark weiterarbeiten, vor allen Dingen unter den gegebenen Umständen, dass sich die Branche stark verändert. Wir haben diesen Prozess beim Buchcamp angestoßen. Das ist kein abgeschlossener Prozess. Wir werden die Ergebnisse auf der Facebook-Seite posten und hoffen, dass wir dann noch viele Anregungen und Anmerkungen dazu bekommen und hoffen auch, diesen Prozess weiterzutragen bis zu den Buchtagen und anderen Veranstaltungen in diesem Jahr.